Wilmersdorfer Straße, meine lieben Freunde. Six All in the Mix. Und dieses Video geht wahrscheinlich viral, wie immer, oder? Ich dachte mir, komm, Wilmersdorfer Straße ist eh nicht so viel los. Aber wir geben dieser Gegend mal eine Chance. Hier ist Musik, wir müssen abhauen, ja? Easy. Ich würde sagen, komm, wir checken mal die Lage. Bismarckstraße fangen wir an, wie ihr sehen könnt. Und laufen die Wilmersdorfer Straße durch. Ich bin sehr gespannt. Ich erwarte nichts, Wilmersdorfer Straße ist nichts Besonderes, aber wir geben der Sache eine Chance. Ja. Easy. Meiner Meinung nach ist nichts Besonderes. Wilmersdorf ist nichts Besonderes. Aber wir gucken mal. Scheint heute sehr voll zu sein. Erdbeere 2, Schale 6 Euro. Erdbeere 2, Schale 6 Euro. Erdbeere. Erdbeeren, 2 Schalen, 6 Euro. Ihr habt's gehört. An der Bismarckstraße, Wilmersdorfer Straße, hinter mir. Ein kleiner Obst- und Gemüseladen. Also. 2 Schalen, 6 Euro. Das heißt, eine Schale, 3 Euro. Ja, teuer, wa? Ist halt nicht Neukölln oder die Sonderlee. Die Preise sind so ein bisschen unverschämt, finde ich hier. Ja? Ist schon ein bisschen teurer. Man merkt das schon hier. Bali-Döner? I don't know, bro. Safari, ich weiß schon mal. Afghanisches Restaurant. Ja, wie ihr seht, die Leute, es ist schon was los. Ja. Ist schon was los, auf jeden Fall. Fuck, Musik ist nicht so gut, Freunde, wenn die Musik läuft. Wir warten natürlich. Wilmersdorfer Straße, Freunde. Da hat jemand alte Vibes drin, Alter. Alte Vibes, alte Tracks. Ja, Ace of Base, Alter. Geiler Scheiß. Tja, ich kenne das, weil ich ein alter Sack bin. Die Kinder unter euch werden es natürlich nicht mehr kennen. Wilmersdorfer Straße, Schillerstraße. Auch da, wo Attila Hildmann seinen Laden hatte. Ja, er hatte den mal. Zebrastreifen. Also muss der Huin mich auch durchlassen. Ja, geiler Typ. Hat er auch. Volles Haus, Freunde. Wie gesagt, Wilmersdorfer Straße, kein Fan von, aber wir geben der Sache eine Chance und checken mal kurz die Lage ab. Was soll ich sagen? Leute, stellen sich an zu Lidl. I don't know, bro. I don't know, bro. Irgendwas, was ist das für eine Flagge? Iranische, oder? Iranische Demonstration? Bro, was genau geht da ab? Entweder iranische oder kurdische. Ich glaube, iranische war das. Ja. Easy, bro. Wilmersdorfer Straße. Pop-up-Sale. Fashion Now. Was genau ist das? 50%, alles muss raus. Inflation droht, Alter. Deichmann. Deichmann auch natürlich alles. Mit Einlass und Test. Alles gesichert. Ja. Wie gesagt, Wilmersdorfer Straße war nie so mein Ding, so, keine Ahnung. Ja. Die Sonderallee ist viel belebter. Meiner Meinung nach viel besser. Aber mal sehen, was wir hier so erleben. Das ist ja hier schon im Westen, die Leute sind so ein bisschen hochnäsiger, finde ich. Wilmersdorf an sich, Charlottenburg? I don't know, bro. Ist nichts für mich. Ja, ich bin ja nur ehrlich, so weißt du. Ich würde hier auch niemals wohnen, so. I don't know, bro. Wilmersdorf oder Charlottenburg. Die Leute, ich will nicht sagen, dass die Leute schlecht hier sind, sondern der Stil ist halt Westen, zu westlich so. Ist nicht mein Ding so, was ich meine. Da sind die Ostler ein bisschen besser drauf. Ja. Westen feiere ich überhaupt nicht. Schau mal, hier so ein kleiner Brunnen hier. Weil hier tun sie alle auf ein Dings und sind alle sowieso Hartz-IV-Empfänger. Weißt du? Da sind die Ossis auf jeden Fall ehrlicher. Ja. Und, ja, was soll ich sagen halt? Alle essen auf der Straße. Läuft dann. Berlin-Wilmersdorfer Straße. Wilmersdorfer Straße war auch mal voller, wa? Der Westen stirbt aus, Freunde. Der Westen stirbt aus, auch in der Corona-Zeit vorher. Keine Ahnung, Bro. Auch hier, wie ihr sehen könnt, die Läden, viele Läden machen dicht. Auch hier Laden zu. Was auch immer da war, Chibo oder was? Nee, Chibo ist ja hier gegenüber. Hier war was anderes drin. Karstadt ist immer noch drin. Karstadt ist drin. Leute diskutieren auf Arabisch, mach ihr Ding. Da hinten gibt es noch McDonalds, weiß ich. Hier ein Bazar. Wie immer.
Warum laufen sie so schnell? Ich müsste eigentlich viel langsamer laufen, Alter. Hier seht ihr, die Leute hier nochmal tümmeln sich. Ja, wird immer voller. Also hier schon relativ voll, aber ist ja keine Vibe so richtig. Der Vibe ist natürlich nicht so. Ich möchte ja auch nicht jetzt Charlottenburg oder Wilmersdorf runter machen, aber der Vibe ist halt nicht viel besser wie, weißt du? Bam, erstmal eine Mülltonne voll. Geiler Scheiß. Ja. Da gibt es auch eine Diskussion. Eine sehr laute. Ja. Ansonsten die Läden. Eigentlich hat alles auf, bloß mit Test und hast du nicht gesehen. Bisschen Gitarre, man. Ja, ist halt kein Vergleich mit Neukölln, ja. Wilmersdorf ist halt. Wilmersdorf. Ja, Charlottenburg so. Wie gesagt, ich mag den Westen nicht so wirklich. Ja. Alles so eher so Osten oder so Neukölln, vielleicht höchstens Neukölln so als Westen. Und sonst eher so Richtung Osten, sage ich am besten. Ja. Der Osten blüht auch zur Zeit, deswegen auch schon vorher. Ich finde, der Westen ist so, keine Ahnung, dieses Kudamm von damals, schöne Autos, ja, ist alles ausgestorben. Ist nicht mehr so perfekt, finde ich. Also es macht keinen Spaß mehr so. Jetzt ist alles so Richtung Simon Dach und hast nicht gesehen. Frauen, Achselhaare und so. Leonardo, Hipsters. Ja. West ist ein bisschen so arroganter. Deswegen gefällt mir das nicht. Ja. Aber alle hat's hier, fast alle. Ja. Ja, Freunde. Hier ist der McDonald's, kennen wir natürlich. Ja. Du machst über Straße. McDonald's. Trotzdem weiterhin schöne Autos hier zu sehen natürlich, ja. Täglich. Immer Luxuskarossen, die hier vorbeilaufen. Aber ansonsten, keine Ahnung, Baustelle. I don't know, bro. Wilmersdorfer Straße. U-Bahn auf Wilmersdorfer Straße. Hier ist natürlich die U-Bahn. Hier geht man runter zur U-Bahn. Verkehrsmittel sind natürlich, die öffentlichen Verkehrsmittel sind natürlich sehr schnell hier. Hier kommt sie überall von A nach B. Hier zum Beispiel mit dem Bus. Alle 5 Minuten, alle 3 Minuten kommt ein Bus. Keine Ahnung, U-Bahn auf Wilmersdorfer Straße. Ist okay, bro. War mal. Die Gegend war mal. Heute nicht mehr so. Ja. Was gibt es noch? Da hinten geht es natürlich zum Kudamm, zum Zoo. Ja. Das Ganze ist hier Kudamm eigentlich. Wilmersdorf halt. Charlottenburg, Wilmersdorf. Ja, Kudamm halt. Da ist ein Umzug oder was? Geiler Scheiß. Snipes natürlich offen. Snipes. Mit Abholsystem natürlich. Meet, Click and Meet. McDonald's habe ich euch gerade gezeigt. Ja, die Wilmersdorfer Straße, die ist nicht so groß, Alter. Die ist jetzt nicht so prickelnd, wo man sagt, wow. So, weißt du? Ich glaube, sogar Marzahn ist heute viel schöner. Ja, ich, wie gesagt, der Westen ist nicht mehr das, was es mal war. Und ich komme auch nicht mehr so gerne her, so Richtung Kudamm, Wilmersdorfer Straße. Weil da juckt mich alles gar nicht mehr, interessiert mich nicht. Höchstens so Neukölln, Kreuzberg. So, was ich meine. Aber hier so, im Westen, hier ist nichts. Ja, Wilmersdorfer Straße, Kudamm. Charlottenburg an sich oder so, es ist einfach nichts, es ist gar nichts. Ja. Der Vibe ist low auf jeden Fall. Ja. Der Westen ist ausgestorben, Freunde. Schon lange. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall nicht. Hieß halt so, herrscht halt so eine Leere. Ne? Ja. Verstehe mich nicht falsch, auch schon vorher, bevor die Corona-Krise da war, fand ich, dass der Westen ausgestorben ist. Der Vibe ist hier gar nicht mehr. Die Leute sind low, also Feeling ist halt ein bisschen low. Ja. Teures Maserati auf der Straße, aber die Leute sind einfach nur low. So. Wie soll ich das erklären? So? Dieser Vibe, so ein bisschen Beverly Hills. So. Alle haben alles, bloß die sind alle so. Der Vibe ist einfach low. Mehr kann ich nicht erklären. Der Westen ist low, Freunde. Okay, McDonald's. Da hinten auch zum Beispiel so ein italienisches Restaurant. Bin ich auch immer damals sehr gerne hingegangen. Heute weiß ich nicht mehr, was da ist. Wurde vielleicht verkauft, erneuert. Keine Ahnung, Bro. Aber da bin ich immer früher sehr gerne hingegangen. Vor 15 Jahren, Alter. Fuck, Bro. Vor 15 Jahren. Wer kann von sich sagen, 15 Jahre? Heute sterben doch die ganzen Leute. Ob junge Rapper oder ältere, die in Berlin wohnen, gewohnt haben, gelebt haben. 15 Jahre, Bro. Vor 15 Jahren. Krank, Mann. Da war ich 20. Heftiger Scheiß. Doch, der Rest, das Restaurant ist anscheinend immer noch am Start, aber
Ich weiß nicht, ob du noch dieselben Besitzer bist. I don't know. Wir hauen wieder ab. Ja. Ja, vor 15 habe ich mich hier rumgetrieben am Kudamm, habe Straßenschubs gemacht, Breakdance-Schubs gemacht. Damals war es geil. Vor genau 15 Jahren war es geil. Heute? I don't know. Ja. Wir gehen natürlich weiter. Wilmersdorfer Straße, Mediamarkt, bla, der ganze Sturz, was man so kennt, ja, Standard, ja. I don't know, bro. Ja. Merkt ihr das doch hier auch? Die Leute sind so ein bisschen low. Neukölln und Kreuzberg sind viel krasser drauf. Also viel offener und auch fröhlicher, die heulen nicht rum, also die haben nicht so ein Gesicht. Die ziehen nicht so eine Laterne, weißt du? Und im Westen ist immer so, wir haben das Teuerste vom Teuersten, wir haben krasse Autos, krasse Wohnungen, auch Eigentumswohnungen, aber wir sind nicht happy so, weißt du? Wir sind der Westen so. Gefällt mir gar nicht so. Weißt du? Und ja, im Osten sind die Leute ein bisschen besser drauf, viel fröhlicher meiner Meinung nach, auch wenn sie weniger haben. Und auch wenn das alles so Bionade-Leute und der ganzen Hipsters-Vögel sind. Und natürlich die Ausländer auch. Dort ganz anders als hier. Und was will ich noch sagen? Ja, so der Osten und Neukölln und Kreuzberg, da so in die Richtung. Ja. Treptow, Ostkreuz, Salme-Dach-Straße, Greifswalder Straße, Prenzlauer Berg, auch nicht so mein Ding, aber so Richtung Friedrichshain. Friedrichshain ist richtig geil. Heute. Ja, das ist das neue, das ist der neue Kudamm, so gesehen. Ja. Easy. Snipes mit Klick und Miet, oder was? Meine Frage ist, wer kauft sich noch Schuhe, Bruder? Keiner guckt mir auf die Schuhe. Guck mal hier, ich habe neue Schuhe an. Keiner guckt mir auf die Schuhe. In der Corona-Zeit. Ja, vorne. Wilmersdorfer Straße, überhaupt nicht mein Fall, der Westen. Ich bin der Außentyp, ohne Scheiß. Ja, hallo. Grüße Sie. Ich glaube, das hat den Typen gefallen, was ich da gesagt habe. Ja, wie gesagt, die Westler sind halt, wie gesagt, so ein bisschen, gefällt mich der Vibe, damals so. Aber heute, I don't know, bro, Wilmersdorfer Straße, naja, an sich Charlottenburg ist nicht mehr das Wahre, so, wa? Ist nicht mehr das Wahre. Bitte? Mit jemandem mitkommen? Ja, mit mir. Nee, ich bin schon vergeben, schon seit Jahren. Ja, ist nicht schlimm. Achso, ja, ist ja, geil. Geil, ne? Bist du YouTuber oder so? Ja, ich probier's, ja. Mit einem Video ist natürlich schlecht, ne? Lieber versuchen. Kannst ja aufhören für mich. Bitte? Lieber versuchen und scheitern statt es gar nicht. Meinst du, ja? Aber mehrere Frauen ist doch scheiße. Ich hab doch schon eine. Achso, der gehört zu euch? Ja. Okay, okay. Du beobachtest oder was? Nein, ich hab Feierabend. Checkst du das aus? Ah, hast du vergessen, Tschüss zu sagen? Was machst du denn hier? Geh doch nach Hause. Also, alles klar. Mach's gut. Ja, vorne. Was soll ich sagen, Alter? Die wollen natürlich arbeiten, die machen ihr Ding, so, weißt du? Die sind ja nur offen, weil die auch Geld verdienen wollen. Kennen wir alle. Kennen wir alle. TK Maxx, haben die auch inzwischen einen? TK Maxx. Was sie gesagt hat, sag mal. Ich bin schon vergeben. Der sagt, sie macht doch nichts. Alter, die neue Generation, ne? Die wollen alle nur Schnickschnack. Wie nennt man das auf Deutsch? Schnackseln. So, Friends, ich bin durch. Wilmersdorfer Straße, meiner Meinung nach nicht mein Fall. Der Westen ist wack, immer noch, meiner Meinung nach. Ich feiere das gar nicht hier, die Gegend. Und ja, meine offene und ehrliche Meinung. Ich feiere die Gegend gar nicht. Ja, gar überhaupt nicht. Ja, I don't know, Bro. Max und Moritz. Auch. Was gibt es noch? TK Maxx habe ich gerade gezeigt. Ja, unter der Brücke auch mal sehr viele Obdachlosen. Dann. Ich weiß nicht, Freunde. Ja, also vielleicht kommt ja der Westen irgendwann mal zurück. Aber jetzt im Moment, wie gesagt, hat auch nichts mit Corona zu tun. Ich wiederhole mich natürlich. Der Westen ist schon lange nicht mehr, Freunde. Ich würde auch nicht wohnen wollen hier auch. Ja. An dieser Stelle beende ich natürlich das Video. Das war's mit dem Video. Die Leute saufen da. 25 Hour Store. Ja, anstatt 24. Geiler Store. Ja. Hieß nichts los, Freunde. Ja. Nur mal ein bisschen Graffiti an der Wand. Was kann man euch sonst zeigen? Ah ja, hier ist ja die S-Bahn, stimmt. Hier war ja noch irgendwas. S-Bahnhof. Gehen wir ganz kurz hin. Irgendwas über Straße, S-Bahnhof. Was war das für ein S-Bahnhof? Bin ich bescheuert? Warte, gehen wir ganz kurz hin. Ach, S-Bahnhof Charlottenburg, oder was war das? Mal gucken.
krass. Ich wohne hier seit 1000 Jahren und weiß nicht, was hier an der Ecke ist. Man kann sich nicht alles merken, das ist ja das Problem. Berlin ist schon groß. Wir gucken mal, was das für ein S-Bahnhof ist. Doch, Charlottenburg, wusste ich doch. Charlottenburg, war klar. Schon krass viel zu sehen. Es gibt schon viel zu sehen hier, Freunde. Es gibt schon viel zu sehen hier. Auch Obdachlose überall, wie ihr sehen könnt, ja. Berlin ist inzwischen auch voll von Obdachlosen. Und ja. Gut, wir gehen nochmal kurz bis zur Ecke, dann beende ich auch das Video. Wie gesagt, den Westen feiere ich gar nicht. Ja. Feiere ich gar nicht wie die Gegend. Ja, also. Aber ich weiß nicht, Digga. Den Westen habe ich nie gefeiert, Alter. Da nochmal ganz klar zu sehen. Graffitis. HD. Diese Sendung wird heute vorgestellt von HD, Alter. Von J6 in HD. Da Bauarbeiten. Auch da sieht man auch ganz viele Shops. Es sind inzwischen einige auch zu. Ja, auch da sind zum Beispiel Shops zu. Auch da wird gebaut. Auch hier zum Teil miserable Wohnungen, Alter. Wie das aussieht so. Ja? Und die sind auch ziemlich teuer. Hier in Berlin ist eigentlich fast alles ziemlich teuer. Also unbezahlbar, Alter, einfach, ja. Hier so eine Art Park, Leute entspannen sich. Einige trinken. Einige essen was. Schöner Frühlingstag. Es wird ja jetzt immer wärmer. Und auch sehr viele Jugendliche hier unterwegs. Klar, die wollen nicht zu Hause rumsitzen. Verstehe ich auch irgendwo. Wir gehen mal weiter. Die Wilmersdorfer Straße hat noch nicht aufgehört, wie ich sehe. Ja. Ist schon sehr groß hier alles. Berlin ist wirklich unglaublich. Na gut, die Jugend hängt ab, schaut in die Handys, anstatt miteinander zu, zu sprechen. Ja. Alle schauen in die Handys. Die treffen sich und schauen in die Handys. Das ist so die neue Zeit, 2021. Was soll ich sagen, Alter? Ja, schaut auch ins Handy. I don't know, Bro. Ich muss den Leuten hier ins Gesicht sehen, in die Augen gucken. Fast ein Unfall, oder was? Naja. Jetzt gibt es fast einen Unfall, oder was? Weil ich sage, ich feiere den Westen gar nicht. Auch hier nochmal so ein großes Market. Elmas Market. Von Gemüse bis Obst bis Fleisch drin. Wahrscheinlich noch ein richtig großes Ding. Richtig großes Ding. Hier, Rassia. Kenne ich auch noch von damals. Ein russisches Laden, russischer Laden. Auch cool, auch cool. Da wird auch zum Beispiel gebraten, Essen angeboten. Vielleicht gehen wir mal gleich dahin. Ja. Und an der Ecke beenden wir auch da schon das Video. Auch hier Gebäude mit Satellitenschüssen, hast du nicht gesehen. Levisham-Straße, Stuttgarter Platz. I don't know, Bro. Die Gegend, I don't know, Bro. Feier ich nicht. Feier ich auf jeden Fall nicht. Aber ich zeige sie euch trotzdem sowas. Ja. Nein. Die Gegend feiere ich gar nicht. Ich sag's immer wieder. Ja. Feier die Gegend gar nicht. Ja. Die ist schon wack, Alter. Der Westen ist wack. Ja. Naja. Russisches Restaurant. Ja, an der S-Bahn hier. S-Bahn auf Charlottenburg. I don't know, Bro. Hier beende ich das Video. Das war's auch schon mit dem Video. Ich meine, ich habe euch so ein bisschen gezeigt. Wilmersdorf, Charlottenburg. Wilmersdorf Straße. Von da aus haben wir angefangen. Bismarckstraße haben wir eigentlich angefangen. Sind weiter runter durch die Wilmersdorf Straße. Und jetzt sind wir hier in der am S-Bahnhof Charlottenburg. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch bis hierhin unterhalten. Und wie gesagt, ihr könnt mir natürlich weiterhelfen. Sehr, sehr wichtig. Das Ganze ist kostenlos. Ich mache mal ein bisschen Brainwash hier, ne? Ist ja auch mein Job irgendwo. Das Ganze ist kostenlos. Ich verlange keine Impfung, keine Spritze hier, damit ihr zuschauen müsst. Ich verlange keinen Attest, keinen Test, sondern einfach nur ein Like, ja? Und dann vielleicht nochmal ein Abo. Mehr verlange ich nicht, was ich meine. Und ja, ich würde sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Six all in the mix. Und ja, vielleicht hat er das letzte Wort. Ja. Checken natürlich das russische Restaurant, oder was? Oder?
Imbiss. Mal schauen. Ich glaube, der hat gar keinen Bock so. Was ich meine. Okay, Freunde, ich bin draußen. Haut rein. Endlich kommt der Sommer, so langsam aber sicher. Peace.